Du kannst Notion super gut nutzen, um einen Habit-Tracker damit zu bauen, mit dem du dann also alle deine Routinen tracken kannst, die du so tagtäglich machen möchtest. Dass du dann also zum Beispiel hingehst, jeden Abend und einmal alles abhakst, was du eben erledigt hast. Da gibt es jetzt nicht die eine Art und Weise, wie man das in Notion machen kann, sondern natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und eine davon zeige ich dir jetzt in diesem Video. Das ist eine relativ simple Variante, die aber, wie ich finde, trotzdem sehr effektiv ist. Und du kannst sie verwenden, sowohl wenn du private Dinge tracken willst, also, keine Ahnung, genug Wasser getrunken, regelmäßig Sport machen, solche Sachen, aber auch im Business-Kontext. Also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und irgendwie festhalten möchtest, habe ich diese Woche Content veröffentlicht, habe ich meine Buchhaltung gemacht, habe ich meine Kennzahlen getrackt, ja, was auch immer da eben bei dir so wichtig ist, auch dann kannst du diesen Habit-Tracker, den wir jetzt gleich erstellen, super dafür verwenden. Wie du das aufbaust, schauen wir uns jetzt an. Du kannst mir dabei gerne einfach Schritt für Schritt folgen. Ich habe aber für diesen Habit-Tracker, also für die Datenbank, die wir gleich erstellen, auch ein Template erstellt. Das heißt, wenn du das Ganze einfach benutzen möchtest und nicht irgendwie selber bauen, dann kannst du dir das auch einfach duplizieren in deinen Workspace und dann eben noch für deine eigenen Gewohnheiten anpassen. Den Link zum Template findest du in der Videobeschreibung. Los geht's damit, dass du erstmal die passende Datenbank anlegst. Um nicht den Überblick über deine Datenbanken zu verlieren, kannst du zum Beispiel eine Seite wie diese hier nutzen, wo du sie alle anlegst und abspeicherst. Du kannst ja dann trotzdem von überall aus in deinem Workspace darauf zugreifen, falls du deinen Habit-Tracker in einzelne bestimmte Seiten einbauen willst, was wir dann am Ende natürlich auch noch machen. Jetzt kommt aber eben erstmal die Datenbank. Packe ich jetzt mal beispielhaft hier in den Bereich Persönliches. Da sind schon ein paar drin. Ich brauche also hier noch eine neue Zeile. Da gebe ich mal Slash ein und suche dann hier nach Datenbank. Und was ich jetzt anlegen möchte, ist hier eine Datenbank für eine ganze Seite. Das ist das, was ich gerade meinte. Du hast also diese Kerndatenbank quasi, die halt hier auf einer einzelnen Seite liegt. Und die kannst du da ja dann trotzdem in sämtliche Seiten und Dashboards halt integrieren. Und ich persönlich finde es immer einfacher, das so zu machen. Hier klicke ich also drauf und dann kriegen wir also diese leere Datenbank. Und die nenne ich jetzt mal Routinen. Geben wir der mal noch ein Icon. Vielleicht dieses quadratische Check-Icon hier. Und dann ist es bei neuen Datenbanken ja so, dass du immer drei Einträge quasi schon hast, die aber alle noch leer sind und diese beiden Properties hier. Wenn du Notion auf Deutsch nutzt, so wie ich das ja eigentlich auch mache, dann heißen die Properties übrigens Eigenschaften, aber ich habe bei mir irgendwie den englischen Begriff so drin. Lass dich davon nicht irritieren, wenn ich mal das eine und mal das andere benutze. Es geht immer um das Gleiche. Diese drei Einträge, die auf jeden Fall hier drin sind, die löschen wir jetzt erstmal. Dazu kannst du sie in der Tabellenansicht, indem du hier klickst, einfach mal alle auf einmal auswählen und dann gehst du hier auf dieses Papierkorb-Icon und dann ist die Datenbank jetzt also wirklich ganz leer. Als nächstes erstellen wir jetzt ein Template für diese Datenbank und werden da dann auch die neuen Properties anlegen, die wir jetzt brauchen. Dazu klickst du hier auf diesen kleinen Pfeil neben dem blauen Neu-Button und gehst dann hier auf Neue Vorlage. So, und das Ziel des Ganzen sieht jetzt aus wie folgt. Wir wollen das so einrichten, dass du jeden Tag einfach hingehst, dann klickst du auf Neu oder auf das Plus, wo auch immer du diese Routinendatenbank eingebaut hast. Und der neue Eintrag hat dann automatisch das Datum von heute als Titel, sodass du das also nicht mehr manuell eingeben musst. Dazu gibst du beim Template-Titel hier einmal ein Add ein und dann Heute. Und hier wählst du jetzt Datum beim Duplizieren. Okay? Dann wird der Titel also immer das jeweilige Datum des aktuellen Tages, wenn du einen neuen Eintrag erstellst. Okay, geben wir dem Template mal das gleiche Icon wie der Datenbank auch, nämlich dieses hier in schwarz. Du kannst hier natürlich nehmen, was du willst, auch ein Emoji. Ich persönlich finde es so clean, minimalistisch, schwarz-weiß immer am besten. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zu den Properties, zu den Eigenschaften. Diese Tags hier, die können wir einmal löschen, die brauchen wir nämlich nicht. Und dann würde ich jetzt als erstes noch eine Datums-Property hinzufügen. Klar, hast du das Datum ja auch so immer schon im Titel mit drin, aber diese Eigenschaft hier, die kannst du halt später als Filter nutzen, um dir dann zum Beispiel in der Seite für deine Monatsreflexion alle Einträge des vergangenen Monats anzuzeigen oder so. Und das geht halt nur, wenn du diese Eigenschaft hier mit drin hast. Du gehst also auf das Plus und dann auf Datum. Und dann genau, vollständiges Datum. Du kannst es hier noch auf 24 Stunden einstellen, ist in dem Fall aber nicht so wichtig, weil du wirst ja wahrscheinlich keine Uhrzeit dazu angeben. Wichtig ist einfach das vollständige Datum. Und dann ist es also hier mit drin. Brauchst du, wie gesagt, wenn du irgendwie später noch filtern willst oder so. Ich finde, das bietet sich immer an. Was du jetzt noch brauchst, sind Checkboxen.
Für jede Routine, die du tracken willst, brauchst du logischerweise eine. Und welche das sind, ist jetzt natürlich total individuell. Ich lege hier also mal eine neue an und wähle dann hier Checkbox, das heißt auf Deutsch Kontrollkästchen. Und diese Routine, diese Gewohnheit, die ich tracken will, nenne ich dann zum Beispiel mal 2 Liter trinken. So, was so aus ästhetischer Sicht und aus einem anderen Grund, zu dem wir später noch kommen, auch noch ganz cool ist, wenn du diese Icons hier für die einzelnen Routinen anpasst. Also hier beim Trinken könnte man zum Beispiel hier sowas nehmen wie diese Bottle, das ist jetzt in dem Fall Dish Soap, also ist eher so, ja, so eine Seife quasi. Aber ich denke, man erkennt auf jeden Fall, dass es eine Flasche sein soll. Die kann ich dann also hier für diese Property hinzufügen und dann ziehe ich mir die einfach mal hier nach unten. Und genau das wiederholst du jetzt für die restlichen Routinen. Ich füge hier auch nochmal ein paar hinzu. So sieht das Ganze dann aus. Wenn du das jetzt nicht nur für tägliche Routinen nutzt, dann schreibst du natürlich entsprechend rein, was du zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat machen möchtest. Also einfach eben das, worum es dir hier geht, was du eben tracken möchtest. Und dann legst du, wenn du zum Beispiel wöchentliche Routinen hier tracken willst, dann legst du natürlich nicht jeden Tag einen neuen Datenbankeintrag an, sondern dann halt zum Beispiel immer montags für dann die neue Woche. Okay, wir sind fast fertig mit dem Datenbank-Template. Eine Property fehlt aber noch und das ist die Fortschrittsanzeige. So kannst du dann nämlich jeden Tag auf einen Blick sehen, wie viel du eben schon erledigt hast und wie viel aber auch noch fehlt. Und dazu legen wir mal eine Formel-Property an. Und die nennen wir mal Fortschritt. Und dann fügst du jetzt hier die Formel ein. So, jetzt bin ich überhaupt keine Expertin, was Notion-Formeln angeht. Die ich jetzt hier verwende, die packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung. Dann kannst du sie dir einfach rauskopieren. Und wichtig ist dann nur, dass du die quasi inhaltlich für dich noch anpasst. Also du siehst hier so grau hinterlegt, stehen die Namen meiner einzelnen Checkboxen drin. Und die werden bei dir natürlich individuell anders sein. Deswegen musst du die halt entsprechend austauschen. Und du musst hier am Ende auch die Gesamtzahl austauschen. Also bei mir sind es 5 Routinen, deswegen steht eben hier eine 5. Und wenn du, keine Ahnung, 8 hast, dann schreibst du hier halt 8 rein. Ja, das auf jeden Fall bedenken, dass du das noch ein bisschen anpasst. Und dann sollte das Ganze aber hoffentlich funktionieren. Und du klickst hier auf Erledigt. Und jetzt können wir hier in den Einstellungen das Zahlenformat noch ändern. Und zwar wählen wir da hier Prozent. Hier oben haben wir es. Du kannst das Ganze jetzt zum Beispiel auch als Leiste oder als Ring anzeigen, je nachdem, was dir besser gefällt. Ich würde mal die Leiste nehmen. Du siehst hier unten dann schon, wie das Ganze aussieht. Diese Zahl daneben könntest du auch noch ausblenden. Und du kannst ja auch die Farbe anpassen, dass das also dann zum Beispiel dieser Fortschritt in Orange angezeigt wird oder so. Das ziehe ich mir mal nach unten. Ich mag das einfach gerne, wenn es hier so übersichtlich ist und wirklich auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt wird, auch wenn es ja jetzt nicht so wirklich eine Rolle spielt, aber ja, das mag ich so einfach lieber. Und wenn du dann halt hier jetzt die einzelnen Routinen abhakst, dann wird hier also der entsprechende Fortschritt angezeigt. Damit ist unser Template jetzt fertig. Gehen wir also hier mal wieder raus. Und was du jetzt zum Abschluss noch machst, ist hier über diesen Pfeil nochmal die Template, diese Liste mit den Templates aufzurufen und dann das hier, was du gerade angelegt hast, über dieses Menü hier als Standard festzulegen. So, das kannst du machen für alle Ansichten in Routinen. Und sobald du dann nämlich einen neuen Eintrag anlegst, wird er genau so aussehen, wie wir das gerade eingestellt haben, ohne dass du halt nochmal das Template mit einem Klick anwenden musst. Damit machst du es dir also auch nochmal ein bisschen leichter. Okay, jetzt sind wir in der Datenbank selbst fast fertig. Wir legen jetzt abschließend nur noch die passenden Ansichten an, damit die auch schon mal fertig sind. Und wir starten mit einer Kalenderansicht. Dazu klickst du hier auf das Plus und wählst dann hier beim Layout Kalender. Nennen wir diese Ansicht vielleicht mal wöchentlich. Hier soll also immer nur eine Woche zu sehen sein. Deswegen gehen wir auf Kalenderansicht nach, gehen wir auf Woche. Dann werden also hier nur 7 Tage angezeigt. Und der Kalender wird eben angezeigt nach Datum und deswegen ist es übrigens auch wichtig, dass du die Datums-Property hinzufügst, sonst kannst du nämlich keine Kalenderansicht erstellen. Okay, wir haben den Kalender, den haben wir wöchentlich genannt, das passt alles, deswegen klicke ich einmal auf Fertig und dann wähle ich hier bei den angezeigten Eigenschaften alle meine Routinen aus, einfach, dass die hier eben so zu sehen sind, direkt auch in der richtigen Reihenfolge, in der ich sie gerne angezeigt haben möchte, unten die Fortschrittsanzeige. Und dann haben wir diese Ansicht schon mal fertig und genau das gleiche kannst du jetzt auch nochmal für eine Monatsansicht machen. Dazu kannst du diese wöchentliche Ansicht hier am besten einfach einmal duplizieren. Dann benennst du das Ganze um in monatlich, gehst hier zu Layout und wählst eben hier statt Woche den Monat aus, logischerweise.
und der Rest kann aber so bleiben. Und jetzt hast du also beide Ansichten für diese Datenbank schon mal gespeichert. Je nachdem, wo du das Ganze dann gleich in deinen Workspace integrieren willst, kannst du halt einfach mit einem Klick die passende Ansicht auswählen. Bevor wir das Ganze aber irgendwo einfügen, zeige ich dir noch, wie das dann funktioniert. Und so kannst du auch das einmal kontrollieren quasi, ob du alles eben so eingestellt hast, wie du es haben möchtest. Wenn du der Anleitung bis hierher nämlich Schritt für Schritt gefolgt bist, dann kannst du jetzt hier in der Kalenderansicht beim Tag heute einfach mal auf das Plus klicken. Dann wird ein neuer Eintrag angelegt, der automatisch schon das richtige Icon hat. Das Datum von heute ist sozusagen der Titel und bei der Datums-Property ist ebenfalls das Datum von heute hinterlegt. Du kannst halt direkt von dieser Kalenderansicht aus jetzt die einzelnen Punkte abhaken und siehst hier unten dann den Fortschritt. Im Titel steht jetzt übrigens auch noch dieses Add heute. Das bleibt natürlich jetzt nicht so, sondern morgen steht dann da sozusagen gestern und ab Mittwoch würde dann da eben quasi das Datum stehen. Das ändert sich also ganz von selbst. Das ist jetzt wirklich nur für heute, dass da eben auch wirklich heute steht. Und diese Kalenderansicht ist ja übrigens auch nicht der einzige Weg, wie du diesen Habit Tracker darstellen kannst. Vielleicht gefällt dir auch eine Listenvariante besser. Dazu gehen wir mal in diese Tabellenansicht, die ja standardmäßig immer schon angelegt ist. Und hier kannst du einmal in den Einstellungen auch die Properties noch anpassen, dass die also hier auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden. Das Datum würde ich mal ausblenden und dann kann ich mir mal hier meine Reihenfolge wieder anpassen, wie ich sie gerne hätte. Und dann aber vor allem auch hier in der Tabelle so ein bisschen diese Spaltenbreite anpassen. Und jetzt siehst du nämlich auch den anderen Grund, warum es sich lohnen kann, für jede Routine quasi ein individuelles Icon auszuwählen. Du kannst die Spalten nämlich so schmal machen, dass eben wirklich nur dieses Icon angezeigt wird und dann halt diese Checkbox zum Abhaken. So, das finde ich, sieht halt ganz cool aus und ja, so kannst du jetzt eben entscheiden, welche Ansicht dir am besten gefällt, ob du lieber mit so einer Listenvariante arbeiten möchtest oder mit einer Kalendervariante. Du kannst sie auch erstmal einfach alle erstellen und dann je nachdem, wo du das Ganze einbaust, halt entscheiden, welche davon du jetzt einbauen möchtest, welche du jetzt in welcher Ansicht verwenden möchtest. Genau, wir sind nämlich jetzt hier fertig mit unseren Vorbereitungen quasi und können den Habit Tracker mal in eine andere Seite integrieren. Hier gibt es jetzt natürlich auch wieder super viele verschiedene Möglichkeiten. Ich selber habe in meinem Workspace ja zum Beispiel so eine Art Wochenübersicht, wo ich eben die Aufgaben für jede Woche sehe und was halt sonst noch so wichtig ist. Da könnte ich den Habit Tracker zum Beispiel auch super integrieren, dann in dem Fall halt in dieser Wochenansicht. Oder vielleicht nutzt du einfach auch sowas wie ja, so eine Startseite in Notion, so ein persönliches Dashboard. Und auch hier könntest du diesen Tracker dann super einbauen. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal was vorbereitet, einfach um dir das Prinzip zu zeigen, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Das ist jetzt also ist einfach eine leere Seite. Und um eine bestimmte Datenbank jetzt hier einzubauen, gibst du wieder den Schrägstrich ein und dann CR. Dann erscheint hier die Option verlinkte Datenbankansicht. Die wählst du aus. Und dann wählst du hier die Datenbank, die du integrieren willst. In meinem Fall sind das jetzt die Routinen. Und hier kannst du jetzt eben wählen aus den Ansichten, die wir gerade schon angelegt haben. Hier nehme ich zum Beispiel mal die Woche. Und dann können wir einmal hier den Datenbanktitel noch ausblenden. Und dann haben wir jetzt hier also schon mal unseren Habit Tracker eingefügt. Du könntest das Ganze jetzt auch noch in einen Callout integrieren. Also ich gebe hier drüber einfach mal slash Callout ein, das heißt auf Deutsch Hervorhebung, und gebe dem Ganzen den Titel Routinen. Das machen wir einmal fett. Und jetzt noch ein kleiner Trick. Wenn du von hier aus auf Enter drückst, dann springst du ja aus dem Callout raus. Also du kannst hier eigentlich jetzt keine weiteren Blöcke oder Zeilen darunter noch einfügen. Das geht nur, wenn du jetzt von hier aus die Tastenkombination Command bzw. Steuerung, Shift und dann die Pfeiltaste nach oben drückst. Dann springst du quasi wieder in den Callout-Block rein und dann kannst du jetzt hier noch weitere Blöcke einfügen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal den Trenner reinnehmen und dann eben hier diese verlinkte Ansicht einfach darunter reinziehen und dann haben wir das Ganze jetzt also hier in so einem Callout integriert. Gerade bei Seiten und Dashboards, die sehr viel Inhalt haben, finde ich persönlich, machen diese Callouts das Ganze nochmal deutlich übersichtlicher. Ich benutze die wirklich sehr gerne und jetzt weißt du auf jeden Fall auch, wie du deine Datenbanken da einfügen kannst. Und ja, das ist also so eine Möglichkeit, wie du mit Notion einen simplen Habit Tracker erstellen kannst. Das Template für die Datenbank findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonnier den Kanal für weitere Tutorials und wir sehen uns dann im nächsten Video.